Hallo, mein lieber Stier, ich bin Tanja und das ist ein Tarotkarten-Reading für September 2024. Einige von euch befinden sich unglücklicherweise in einer Dreiecksbeziehung, denn ich sehe hier einmal die Königin und den König der Kelche. Und das passiert sehr selten, dass diese beiden Karten als erstes miteinander oder nebeneinander herausfallen, ja? Das heißt, hier gibt es ein Paar, ein Pärchen, und die sind eventuell Wasserzeichen, ja? Das heißt, man hat hier entweder eine Waage, einen Wassermann oder einen Zwilling, ja? Und dann sehe ich hier dich. Du bist die Königin der Münzen, ja? Du bist hier die Erdenergie, Königin der Münzen. Das würde dem Stier entsprechen, ja, weil die Münzen, die stehen für die Erdzeichen, ja. Und du bist da quasi der Dritte im Bunde, ja. Also hier ist das Pärchen und du bist hier der Dritte im Bunde. Also es gibt vielleicht so eine Art Dreiecksbeziehung und die ist ein bisschen schwierig. Das heißt, das kann sein zum Beispiel, dass du mit einem Mann zusammen bist, der eigentlich verheiratet ist, oder es kann auch sein, dass das eine Beziehung ist zwischen dir und deinen Eltern, aber es ist ein Dreieck, das wirklich sehr durchsetzt ist von Schwierigkeiten, ja, weil ich sehe hier mit den fünf der Schwertern, das macht immer wieder Probleme und Kopfzerbrechen, ja, das ist keine sehr einfache Dreiecksbeziehung, die hier ist, die ist eher dysfunktional, ja. Was ich aber auch sehe mit der acht der Kelche und der zehn der Schwerter, ich hoffe, du siehst das. Beide hier drehen einer Sache den Rücken zu. Das heißt, du drehst der Sache, du kehrst der Sache wirklich den Rücken und gehst. Ja, du wirst wahrscheinlich sagen, du hör mal, ich habe jetzt lange genug darauf gewartet, dass du dich da von deiner Ehefrau trennst. Ich mache da nicht mehr mit. Ja, mir reicht es. Ich mag nicht mehr. Und das ist wirklich interessant, weil so ein Reading, das so klar eine Botschaft hat, das hat man eher selten. Ja. Aber hier sieht man ganz deutlich, du hast das Gefühl, na, ich kann hier nicht mehr wachsen, ich kann hier nicht mehr leben, ich fühle mich hier nicht mehr gut, ich fühle mich nicht mehr aufgehoben oder geborgen, ich gehe jetzt, ja. Und das Gute ist, wir enden mit dem Ast der Schwerter, das heißt, hier kommt eine Eingebung, ja. Du hast eine gute Idee, wo du als nächstes durchstarten willst, zum Beispiel, dass du sagst, ma, ich habe eine super Geschäftsidee und da stecke ich jetzt meine ganze Energie hinein, anstatt dass ich mich da in irgendeinen Kummer ergehe, ja, über diese Vergangenheit. Wo das nicht funktioniert hat mit der Dreiecksbeziehung. Ja? Also du kriegst einen super Einfall oder du hast eine gute Idee, wo du als nächstes hin willst im Leben, ja? Wo du nicht nur beruflich hin willst, sondern vielleicht auch geografisch hin willst. Ja? Also du hast sehr, sehr gute Ideen und du begibst dich hier auf diese Wendeltreppe nach oben, wo du eben immer weiter schreitest. Also du begibst dich sozusagen auf eine Karriereleiter in gewisser Weise. Ja? Und diese guten Ideen, diese guten Einfälle, die werden dir in der Zukunft extrem behilflich sein. Das heißt, du streichst diese beiden da aus deinem Leben und sagst, okay, mir reicht's, ich mag nicht mehr. Für alle, wo das jetzt nicht zutrifft, ja, kann ich euch noch eine andere Interpretation geben, wenn du sagst, nein, ich bin definitiv in keiner Dreiecksbeziehung, beziehungsweise die liegt vielleicht schon hinter mir, kann ich sagen, dass die Energie von König und Königin der Stäbe halt eine ist, die sehr intuitiv arbeitet. Diese beiden haben die Augen zu, die Füße im Wasser, die Hände nach oben. Das heißt, hier sind wir gut vernetzt mit den Informationen, die wir sowohl von der Erde bekommen als auch vom Himmel. Das heißt, wir sind ja als Menschen Zwischenwesen zwischen Himmel und Erde. Das heißt, wir sind elektromagnetisch. Ja? Die Erde ist magnetisch und die Sonne sendet elektrische Impulse. Das heißt, wir sind dazwischen. Ja? Wir sind genau zwischen diesen Polen und wir nehmen Informationen wahr. Das heißt, vielleicht hast du irgendwelche Fähigkeiten in Richtung Tarotkarten lesen, pendeln, alles was mit den übersinnlichen Fähigkeiten zu tun hat, könnte für dich sehr gut funktionieren. Das heißt, du bist vielleicht selber sogar ein Medium oder dergleichen. Ja? Weil das können eben diese Wasserenergien sehr, sehr gut. Und vielleicht hast du ja selbst in deinem eigenen Astrochart, wenn du mal nachschaust, sehr viele Wasserplacements, ja, also viel im Zwilling, in der Waage oder im Wassermann. Ich zum Beispiel, ich bin ein Löwe, aber ich habe irrsinnig viele Placements in der Jungfrau. Ja? Ich habe den Mond in der Jungfrau, Aszendent Jungfrau, also bei mir ist überall Jungfrau drinnen. Wenn du deinen eigenen Chart kennst, dann kannst du da vielleicht so ein bisschen herausfinden, aha, okay, daher kommt meine
Fähigkeit, meine Intuition so gut zu benutzen. Ja? Und man kann natürlich hier auch mit diesen beiden Karten sich jeglicher toxischen Situation entziehen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, mein Arbeitgeber, der ist toxisch oder irgendwas, dann wirst du auch da sagen, ich gehe aus dieser Situation raus, weil ich merke, ich bekomme da nichts mehr. Ja? Da ist kein gegenseitiger Austausch. Und seien wir uns ehrlich, jede Art von Beziehung, die wir eingehen, ist ein Austausch. Ja? Die Leute wehren sich immer gegen diese Vorstellung, aber ein Energieaustausch ist es auf jeden Fall. Ja? Zeit wird ausgetauscht, Energie, bei der Arbeit auch Geld. Ja? Also es ist immer ein wechselnder Austausch, so sehr wir uns auch gegen diese Vorstellung wehren mögen, weil sie vielleicht unromantisch klingt. Aber wenn aus einer Beziehung nichts mehr für uns herausschaut, dann ist es für uns wirklich Zeit zu gehen. Ja? Und das setzt du dann auch um, sehe ich hier ganz deutlich. Ja? Also, mein lieber Stier, das war's von meiner Seite für September. Ich wünsche dir einen ganz schönen Monat. Lass ein Like unter dem Video, abonniere den Kanal und bis bald. Tschüss.